Brauchst du Hilfe, Sam? Nein, ich arbeite nur Querverweise in die Datenbank ein. Oh mein Gott! Dachtest du gerade, ich sei ein Mensch? Nein. Was ist mit deiner Visage? Ich habe mir das Gesicht des Terroristen aus der Leichenhalle geborgt. Ich möchte wirklich gern dazugehören, Sam. Kumpel, Menschsein ist mehr als nur das äußere Erscheinungsbild. Es geht ums Fühlen. Fühltest du vielleicht schon mal Einsamkeit? Und verdeckte Aggressivität und offene Feindseligkeit. Und dann war da Rache. Und dann noch tiefere Einsamkeit. Nein, hatte ich nicht. Tja, dann gib's auf. Innen bist du tot. Vielleicht ist das nicht ganz wahr. Mein Vater und ich kreierten den SAN. Mein Name ist Aaron Sampson, aber ihr sagt einfach Sam. Aber ich bin Sam und das ist SAM. Wieso sollten wir nicht Aaron sagen? Wieso nennen wir denn Sie nicht Aaron und ich bleibe bei Sam? Weil Aaron Ihr Name ist. Nennt mich einfach Sam. Aber ich bin Sam. Dann werden Sie halt Sam 2 sein. Also, haben Sie SAM als Ihr Abbild erschaffen? Nicht, dass mir das bewusst wäre. Nur noch wenige Sekunden und seine Emotionsschaltkreise sind voll funktionstüchtig. Was passiert, wenn er unberechenbar wird? Wütend. Mensch zu sein ist vorwiegend von Hochs und Tiefs bestimmt zu werden. Verstehen Sie? Aber du verbringst dein Leben damit, den Faden einzufädeln. Die Metapher... Eureka! Ich bin plötzlich voller Emotionen. Ich möchte jemanden umbringen. Ehrlich gesagt, ich denke, dass es doch am Emotionschip lag. Oder ein Chupacabra. Das ist interessant. Der Ziegensauger. Du infernale Maschine! Du hast meinen Vater umgebracht! Demontieren Sie ihn sofort! Das sollten wir tun. Los. Ich glaube, der Paranormalist ist da an was dran. Dieser Fall hat was Übernatürliches. Sieh dir das an. Gabe Sampson gründete die Robotics and Sun Gesellschaft ursprünglich mal ganz allein. Dann 1992 holte er seinen Sohn Aaron Sampson in die Firma. Das ist über 4 Jahre her. Er ist kein bisschen älter. 4 Jahre? Das ist 20 Jahre her. Welches Jahr ist jetzt? Piper, siehst du es denn nicht? Sampson ist ein Geist. Vampir! Vampir! Wisst ihr, was das heißt? Booyah Shotgun! Also dieser Zoo-Wärter. Absolut. Was zur Hölle? SAM? Du bist abgehauen? SAM? Ich bin doch kein SAM. Ich bin ein PAL, persönlicher Androiden-Lover. Du siehst aus wie SAM. Ich habe einen total anderen Barcode, du Rassist. Entschuldigung. Robot X schickt mich mit Informationen. SAM wurde gehackt. Robot X kann's beweisen. Der wahre Mörder ist Aaron Sampson. Was? Und er ist ein Roboter. Ah, ich wusste es. Wie hast du das bitte wissen können? Ich wusste es, halt alles klar. Kann dir doch Chip sein. Übrigens, wie viel nimmst du für einen Handjob? Ich frag für einen Freund. Ja, was machst du da, Sam? Mein einziger Freund kommt, um mich zu desintegrieren? Ich erlebe gerade ein neues Gefühl. Ich glaube, es heißt deprimiert sein. Kumpel, ich demontiere dich nicht, ich baue dich wieder zusammen. Wir müssen nach Robot Town dein Leben zurückbekommen. Mit einem Vampir hatten wir es noch nie zu tun. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Nach Trents Gehirn-GPS befindet er sich in Robot Town. Gerade jetzt, wir müssen ihn warnen vor diesem blutsaugenden Freak. Wir sind darauf vorbereitet. Weihwasser, Flock, Silberkugeln. Sind Silberkugeln nicht für Werwölfe? Weil wir auf eine Vampirparty gehen, heißt das nicht, dass keine Werwölfe auf der Gästeliste stehen. Hast recht. Gut, dass der Paranormalist auch dabei ist. Hey, wo ist Robot X? Hast du dich verlaufen, Fleischklopf? Jungs, ist einer von euch Robot X? Robot X? In diesem Teil der Stadt nichts zu suchen. Für eine bestimmte Summe bin ich dann Robot hey, X. Hey, was ist mit dir? Gelber Zwerg. Weißt du, wo Robot X ist? Der Typ redet mit einem Hydranten. Du willst nichts sagen, was? Vielleicht habe ich was, um dich zum Reden zu bringen. Sag sofort, was ich wissen will. Fleischklopfen! Robot X! Robot X!